Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Tech It Light und hier ist an der Stelle der Zukunfts-Sekro, der hier gerade vorm Schnitt steht von dem ganzen Material und ich wollte mich jetzt am Anfang nur nochmal melden und zwar zum ersten ist ein kleiner Fehler passiert bei der Aufnahme und zwar musste, also ich nehme mit Fraps auf, immer im Vollbild. Und das Problem ist, wenn ich da aus dem Vollbild rausgehe, nimmt dann Fraps nicht mehr auf. Und da musste es erstmal wieder neu gesynkt werden. Und ich musste halt während der Aufnahme aus dem Vollbild raus, weil ich im Hintergrund ein Lied abgespielt hatte, was nicht gerade gut für YouTube ist, beziehungsweise nicht gerade gut für die Content-ID-Kacke ist. Deswegen musste ich das da kurz aus der Playlist rausnehmen. Und dann bin ich wieder reingegangen und Fraps hat sich einfach mal gedacht, yo, die ersten 5 Minuten schmeiß mal einfach mal über den Jordan und deswegen ist das jetzt nicht mehr auf der Aufnahme drauf. Das heißt, es geht irgendwann nach 5 Minuten erstmal wieder los. Deswegen, ich habe am Anfang nur ein bisschen erzählt, dass wir unter unserem Haus eine Quarry aufgestellt haben und ein riesen Loch ausgebuddelt haben, dann ein bisschen Wasser deleted haben und deswegen, ja, genau, da werden wir dann ein bisschen dran arbeiten. Ja, und des Weiteren wollte ich mich entschuldigen, dass in der ersten und wahrscheinlich auch im Teil von der zweiten Folge Störgeräusche in meinem Mikrofon-Sound zu hören sind. Und zwar ist das schon seit einer Challenge-Time-Aufnahme so, dass mein Mikrofon irgendwie sich manchmal so gedacht hat, jo, ich brumm jetzt mal eine Weile richtig schön im Hintergrund rum. Und das war gerade wieder, als ich dieses Audio an der Stelle aufnehmen wollte, war das wieder. Und da habe ich mir mal geguckt, oder habe ich mal geguckt, hey, ist das Mikro jetzt im Arsch? Das wäre halt mega ärgerlich. Und habe ich da mal ein bisschen rumgeguckt und habe das Teil an dem PC meiner Mutter angeschlossen und da ist mir aufgefallen, dass da das Problem nicht war. Und dann habe ich das bei mir nochmal angeschlossen, aber das ohne in meinen Mikrofonarm zu hängen und da hat es auch nicht gebrummt. Dann habe ich es wieder reingegangen und dann ist mir aufgefallen, da ich mein Mikrofon über das ganz normale USB-Kabel angeschlossen habe und dann nochmal über ein USB-Verlängerungskabel über die Heizung hinter zu meinem Rechner gelegt habe, dass an dem Verbindungsstück zwischen dem normalen Kabel und dem Verlängerungskabel die Umfassung von der Buchse aus Metall an der Heizung dran war und wahrscheinlich dadurch die ganze Kacke irgendwie übelst dumm geerdet wurde. Und als ich das, sage ich mal, runtergezogen habe, dass es nicht mal auf der Heizung aufliegt, war das Brummen auf einmal weg. Also an solchen kleinen Sachen kann schon so viel Soundproblem entstehen. Und obwohl das ja eigentlich kein Analog-Sound sein sollte, der da über das USB-Kabel geht, sondern eigentlich Digital-Sound. Keine Ahnung, wie da ein Brumm reinkommt. Fragt mich nicht, aber auf jeden Fall jetzt ist es besser. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja eine Soundhure und sorry, dass es da die ersten Folgen vielleicht ein kleines Brummen gibt. Man hört es jetzt nicht direkt so, weil ich habe es mit Audition ganz gut rausbekommen. Aber ja, falls es euch auffallen würde, wundert euch nicht. Und jetzt enjoyt die Folgen Tech It Light und viel Spaß dabei. Übrigens auch wieder im Oldschool-Stil, das heißt ohne An- und Abmoderation nach der Folge und auch richtig schön mit eingespielter Hintergrundmusik, also richtig schön Oldschool. Ja, viel Spaß, liebe Leute. So, bei Fibes produziert ja immer mal ein paar Dateien, wenn man aus dem Vollbild rausgeht. Nee, weil ich hatte gerade ein paar Lieder in der Playlist, die nicht abgespielt werden sollten auf YouTube, sagen wir es so. Okay. Warum habe ich mir eigentlich 2 Sticks Brot genommen? Ich mach das jetzt mal so. Haben wir einen, wie heißt das Ding, womit man Wände auffüllen kann? Irgendwas Bilder? von. Nee, nicht Bilder. Ich habe da was anderes gebaut, womit ich eigentlich das Filler? Wasser wegmachen wollte. Ja, genau, Filler. Damit wollte ich eigentlich das Wasser wegmachen, aber es hat nicht funktioniert. Machen wir das einfach mit Cobblestone, die Wände, würde ich schon sagen, ne? Oh, wir haben übelst wenig Nee, überleg Cobblestone. dir, wenn du schon was du später für eine Wand haben willst. Was will Sonst ich denn für eine müsstest. Wand haben? Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob du später eine Cobblestone-Wand haben willst. Schon, ja. Einfach eine Wand, die aus Cobblestone, nicht so Bricks oder irgendwie was. Nee, das würde übelst viel Aufwand kosten. Warum? Oder? Zu craften ist doch easy. Kannst ja Autocrafting machen, einfach Ja, okay, das Autocrafting-Auftrag und stimmt. so. Bei Cobblestone-Wand Können wir mal so. irgendwie die, dass nicht so viel Cobblestone verpulvert wird, kann man das irgendwo ausschalten? Also Ja. hier kann man das ausschalten, aber ich weiß jetzt nicht, Du wo musst ist der einfach eine höhere Repeater? Zahl einstellen. Achso, okay, ja. Und statt 1000 mach halt mal oder so 10.000. 10.000 oder so, ja. Ist jetzt auf 10.000, ne? Ja. Ja. Weil. Da hole ich jetzt mal die ersten 1000 schon mal rein. Ach Gott, das wird ja jetzt hier alles. Oh Gott, ey. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Ja. Take it light ist halt. Ich weiß auch Tut mir nicht. leid. Ich würde halt gerne auf diesem Kanal schon gerne mehr Minecraft bringen, aber halt nur Modpacks. Also. Deswegen wundert euch nicht, dass jetzt 2 Modpack-Projekte so gesagt parallel laufen. Aber
Das ist somit das Einzige, was einem noch an Minecraft als Projekt Spaß macht, sag ich mal. Was? Sagen, PvP da- macht dir keinen Spaß? Oh. Ah, nee. Schade. Ah. Nee, ist nicht so. Ich bin einfach zu schlecht da, weißt du. Ich kann einfach mit den ganzen Profis, die 10 Jahre alt sind und cool sind, weil sie... Ach, keine Ahnung, ich will einfach darüber einfach nur reden. Ich bin alles froh, klar, dass ich meine Modpacks habe und darüber will ich dann reden, ohne Scheiß. Ach, ich wollte mir noch einen Autofeeder reinbauen. Also Dominik in LOL für meine Armor. Was? Ja, Fien. Du feedest doch gerne mal in LOL, so eine Runde. Das stimmt nicht. Nee. Was braucht ihr denn noch? Braucht noch irgendwas für Energie, oder? Ganz im Ernst? Brechheit. Ganz im Ernst? Ja. So, eine Query. Neben Deadlift. Deadlift diese nee, nicht Query, sondern wie hieß das Ding? Günther. Nein. Oh, wie heißt denn die Dinger, Mann? Tesseract, ja, genau. Tesseract. Also, Dominik, mal so eine kleine Prognose von dir. Wie lange wird es noch dauern, bis wir in EVT auf dem Stand sind, wo wir hier sind? Ich würde sagen, so 2020, oder? Ich würde auch sagen, so 40 Folgen. Echt? Weil dass wir bei Folge 50, 60 rum so weit sind wie hier vielleicht. Glaubst du? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Na, wobei, also 100 Folgen wird das bestimmt dauern, ehe wir so weit sind, wie wir jetzt hier sind. Ja. Weil wir arbeiten ja hier auch schon ein paar Folgen. Obwohl, gut, so richtig mit Technik ging es ja auch erst so gegen Folge 50. Also ich glaube, wo Martin... Los. Was? Ja, klar, wo Martin, natürlich, selbst. Wo sonst? Ja, weil davor habe ich mich ja irgendwie noch nicht so mit Technik. Wieder mal Technik-Modpack namens Stack It Light. Stunde? Warum habe ich... Was bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Das frage ich mich auch manchmal gar nicht. Ach, wir können Stone craften. Können wir auch Bricks craften? Musst du schnell reinmachen, wenn es nicht geht. Nee, aber man kann ja Stone craften. Obwohl, ja, nee, aber es geht. 1000 mach Stück gleich, zu craften macht doch gleich, mach gleich so ein Rezept Spaß für Bricks, einfach. Ja, mach ich jetzt auch. Dafür brauche ich aber erstmal Stone. Wie macht man das denn? In der Tat, Günther. Haben wir noch so ein, wie heißen, sagen wir mal kurz, ME-Dingsbums irgendwas? Ja, 7 haben... oder 12. Ja. Okay. Fand ich jetzt gar nicht lustig. Ja. Eine ME, was meinst du denn? Ja, ich hab's gefunden. Ach ja, kann man ja nicht ziehen. Ah, okay. Ich zieh weg von dir, Junge. Ich bin gar nicht da, aber ich zieh trotzdem weg. Wo ist denn eigentlich unser großes Ding? Ja, ich such's gerade und hab's gefunden. Ha, siehst du? Unser großes Ding. What the fuck? So. Prick. Kraft. Ja, machen wir mal so ein paar. Ich denke mal, 2000 ist schon gut, ne? Wenn wir sowas haben. So in dem Rahmen. 2048 sind wir schon bei. Ich muss mal kurz den Ofen abbauen, das heißt, er kann jetzt gerade nicht craften. Okay. Oh, wie ging das eigentlich gleich nochmal? Dafür brauchte man doch zum Füllen, brauchte man doch einen bestimmten Stoff. War das eine Brick? Bricks? Bricks? Brick? Wie heißt denn der Block da? Brick? Brick? Was? Ja, ich überlege gerade. Wie lässt denn sich das craften? Ich bin gerade ein bisschen dumm. Brick? Bricks? Ich glaube, ich habe zu wenig dafür. Können wir irgendwie Bricks mal? Brick.de, alles klar. Bricks. Haben wir Clay. Ja, wow. Ist ja incredible. Warum ist eigentlich der Induction Furnace so lahm? Ich will, dass der schneller ist. Jetzt. So. Aber wir haben ja noch. Ja, wir haben ja ein bisschen Matter, ne? 3585. Ich weiß halt nicht, wofür wir das brauchen. Aber wir haben es halt da, ne? Ja. Hauptsache Strom dafür verwenden. Ja. Ja, gut, wenn wir dann hier den Keller echt fertig haben, dann, ja, ne? Wisst Bescheid. Ist nee, dann nicht mehr ganz so das Problem mit No Storm Having tun. Ja, gut. Achso, na gut, wir haben ja dann die Baumfarm. Achso, naja, die produziert ja Strom. Aber wir haben ja dann die Getreidefarm. Also wir haben dann 10 Millionen
Weizen. Also wenn wir dann irgendwann mal das zu einem Server machen für 70.000 Leute, können die sich davon ernähren. Mhm. Ist übrigens gerade Viertel eins morgens. Also wundert euch nicht, dass wir ein bisschen behindert sind. Ich meine, gut, das ist normal bei uns, aber auch eigentlich nicht so. Du willst mir nicht sagen, dass man einen Hebel nicht autocraften kann. Muss ich jetzt wirklich? Kann man Sticks, Alter, wenn das nicht geht? Boah. Doch, man kann Sticks autocraften, Alter, dann hätte ich dich geboxt, ey. Ohne Scheiß, ey. Irgendwie produzieren wir keinen Cobblestone. Doch. Hä, Cobblestone? Warum willst du Cobblestone produzieren? Oder wird der halt nur mehr und weniger wieder gleichzeitig? Hä, hey, wird doch mehr gerade. Hast du den Furnace jetzt wieder angesteckt? Mhm. Läuft irgendwo noch eine Quarry? Mhm, warum? Weiß er nicht. Irgendwo muss ja der Cobblestone herkommen. Ja, von dem Cobblestone-Generator da hinten vielleicht. Ah ja, stimmt, wir haben ja. Ja, sowas gibt's ja hier. Moment, oder? Wo wird der denn keiner? Ach ja, hier, weit von. Ja, genau, hier wird er. Ich hab hier halt keinen Plan mehr. Ich weiß ja halt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, doch, hier wird er hergestellt. Oh, ich brauche ein Jetpack. Hab ich aber nicht. What you say? What you say? Hast du ein Pack, Chat? Pack? Mhm. Weißt du, wo das ist? Ja, ich hab's ja. Echt? Ja. Hast du nicht gesagt, du hast keins? Gib mal her. Nein, da. Müsste man mal aufladen, eine Runde. Kann man das aufladen? Hä, das war doch fast voll. Nee, ist es nicht. Ja, fast voll. Ist aber fast leer. Gibt's hier unten irgendwas, wo man aufladen kann? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht. Doch, die MFE da hinten. Wo? Da hinten. Ah. Nee. Das ist ein Electric Furnace. Da hinten. Ja, ich hab's gefunden. Es wäre lustig gewesen, hätte ich das Ding jetzt in den Recycler reingetan, aber ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann geschafft. Ja. Ah, wisst ihr noch die ganz alten Folgen Take It Light? Das war noch Zeiten, ne? Da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ohne Eierkuchen. Was mache ich jetzt eigentlich hier gerade? Ich brauche Ding. Steine. Steine? Hey, Steine? Ich glaube, ich mache das einmal bis zum Rand hier oben und dann ist da Ostern. So, geil. So, jetzt mal schauen wir mal raus, wenn mir das Ding funktioniert. Also, da kommt erstmal alles leise, das ist erstmal dunkel as shit. So. Kann ich eine Item Query an das Dings hier ranmachen, dass da gleich Dings reingedingst wird? Woran? An die Dings. Filler. Eine Query an den Filler? Einen Tesseract an den Filler. Ja. Lol. Der rastet ja richtig aus, Alter. Ja, okay, ne, das wird aber nicht so funktionieren, wie ich das will. Also lass es lieber sein. Weißt du, für was das gerade gereicht hat? Für genau drei... Ne, zweieinhalb Zeilen. Wie geht denn das da? Eigentlich muss man doch da nur... Oh Gott. Ich muss gerade mal überlegen. Eigentlich brauche ich da doch nur ein Tesseract. Mit einer Pipe, die requested, oder? Irgendwo hier ran. Oder? Geht das so einfach? Geht das so easy? Haben wir noch einen Tesseract? Weiß ich nicht. Nur einen Energy Tesseract. Ein Item Tesseract haben wir nur noch einen. Ich brauche mal noch einen Item Tesseract. Kannst du mir da helfen, den zu bauen? Weiß ich nicht, warte. Item.